Willkommen bei der Simple Show mit Dr. Med Heinz Lüscher. Das heutige Thema: Pollenallergien natürlich behandeln. Beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Was haben Pollenallergien mit Mikronährstoffen zu tun? Allergien haben zu tun mit dem Immunsystem. Eine Allergie ist eine überschießende Reaktion des Immunsystems gegen Pollen. Die Pollen werden als Fremdkörper empfunden und das Immunsystem reagiert. Also in dem Sinn brauchen wir Mikronährstoffe, um ein gesundes Immunsystem zu haben. Gibt es spezifische Mikronährstoffe, die eben ganz, ganz gut wirken gegen Pollen? Und wenn ja, wie wirken diese im Körper? Ja, es gibt natürliche Substanzen. Wir müssen, eben wie ich schon gesagt habe, eine Pollenallergie ist eben, es hat Entzündungen spielen da eine Rolle, ein Überschießen des Immunsystems. Es sind entzündliche Reaktionen in den Schleimhäuten. Also wir kennen ja vor allem die laufende Nase, die Augen, das Asthma. Das sind allergische Reaktionen. Also wir müssen diese überschießenden Immunreaktionen müssen wir unter Kontrolle bringen. Und das machen wir mit allen Substanzen, die eine natürliche Entzündungshemmung haben. Das ist eine ganze Reihe. Mein Lieblingsprodukt bei Pollen ist Aronia-Beeren. Da sagen ja, was soll das? Wieso dann keine Himbeeren? Das hat zu tun, dass einfach die Polyphenole in Aronia-Beeren häufiger sind, breiter, es hat mehrere verschiedene drin, Tausende wahrscheinlich. Und diese Mischung von Polyphenolen hat eine starke entzündungshemmende Wirkung bei Allergien. Also das ist mein wirksamstes, mein liebstes Produkt bei allen Pollenallergien. Als erstes zu versuchen, es gibt keine natürlichen Produkte, die bei allen Patienten wunderbar wirken. Also wir müssen immer auch Alternativen haben. Und was sind die Alternativen zu Aronia? Andere entzündungshemmende Pflanzen wie Weihrauch, ne, oder der Reishi-Pilze, Kurkuma, die können alle auch helfen. Das sind Pflanzen, die im Körper die Entzündungen dämpfen. Das ist alles nachgewiesen und eigentlich alles, was Entzündungen dämpft, ist auch antiallergisch. Jetzt spielt aber das Histamin eine große Rolle bei Allergien. Ne? Histamin ist ein Schlüsselstoff, der die Zellen schwellen lässt. Du hast ja bei einem Heuschnupfen hast du geschwollene Nasenschleimhaut. Und die Schwellung kommt vom Histamin. Und deswegen, wenn es mir gelingt, Histamin zu senken, dann habe ich auch eine Besserung der Allergie. Wo ist Histamin drin? Also wie kann ich auch Histamin eben aufbauen? Zum Beispiel Wein habe ich mal gehört, stimmt das? Im Wein ist ja, es gibt viele histaminhaltige Lebensmittel. Wein, Käse, einige Pflanzen. Okay, aber weil das müsste dann auch reduziert werden für die Histaminbildung. Ja, eine histaminlose oder arme Ernährung würde sicher unterstützen, aber das würde nicht genügen. Ja, weil Histamin wird im Darm gebildet primär und dort müssen wir ansetzen. Wir müssen die Gesamtmenge des Histamins im Körper reduzieren. Es gibt ja diese Antihistaminika, die Medikamente, die wirken wunderbar. Ja. Okay, wieso gibst du nicht einfach die? Ja, wenn jemand das will, gebe ich die gerne. Aber die Leute kommen ja zu uns, weil sie eine natürliche Behandlung vorziehen. Okay. Die Antihistaminika machen als Nebenwirkung müde und das ist der Nachteil. Okay. Aber du warst beim Zeolit. Geh doch nochmals auf das Zeolit ein. Ja, Zeolit ist mein Lieblingsprodukt, um Histamin zu senken. Zeolit ist ein vulkanisches Gestein. Das besteht aus Aluminium und Silizium und hat große Hohlräume. Und wenn man dieses Pulver schluckt, dann geht es durch den Darm, es wird nicht in den Körper aufgenommen, weil die Körner sind zu groß. Und in diesen Hohlräumen sammelt sich das Histamin an. Also das wirkt wie ein Schwamm im Darm und saugt Histamin auf und wird ausgeschieden. Kannst du gleich was sagen zur Dosierung? Also jetzt zum Beispiel von Aronia, aber auch Zeolit. Wie lange, wie viel?
Ja, aber also die Behandlung, was ich jetzt gesagt habe, muss man nur durchführen während der Pollensaison. Es braucht keine Vorbereitung. Das ist eben das Wunderbare. Wenn ich merke, ja, meine Nase kratzt oder kitzelt, dann beginne ich damit. Mit was? Mit Aronia oder mit Zeolit? Ich schlage jeweils vor, zuerst Aronia. Nach meiner Erfahrung sind 6 bis 8 Kapseln im Tag wirksam. Es gibt Ausnahmen, wo man noch höher gehen muss, um den Effekt zu haben. Und wenn es bei 10 Kapseln nicht genügt, dann auf jeden Fall Zeolit dazu. Oder eben noch etwas anderes, Weihrauch oder Reishi oder sonst noch was. Und die Menge von Zeolit? Ja, auch dort, in der Regel, dort, das misst man in Gramm. Die Wirksamkeit, morgens, abends 1,5 Gramm, vielleicht 3 Gramm. Das Maximum ist 2x5 Gramm, aber das braucht kaum jemand. Also schon bei 2x2 Gramm hat man eine gute Wirkung. Okay, jetzt... Ich meine, es gibt ja auch Alternativen. Ich kann mir eine Cortisolspritze, das ist immer was. Ich höre, die wirkt. Es gibt auch die Desensibilisierung. Mhm. Das sind auch die Varianten. Bevor wir auf die beiden eingehen, dein Plan, deine Behandlung, ist das auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Aronia und Zeolit, dass das eine Wirkung hat bei Pollenallergien? Ja, selbstverständlich. Die Leute haben immer den Eindruck, natürliche Medizin sei Hokuspokus. Wir bieten nur an Produkte, die studiert sind, wo wir wissenschaftliche Daten haben, die nachgewiesen sind. Also über Aronia gibt es, ich habe 2 Bücher zu Hause von Universitätsprofessorinnen geschrieben, ganze Bücher mit den Wirksamkeiten von Aronia, weil es hat ja noch viel mehr Wirkung als nur antiallergisch. Aber diese Wirkungen sind belegt. Tauchen wir noch kurz ein in die Cortisolspritze zum Beispiel. Ich meine, wieso nicht einfach den Leuten die Cortisolspritze reinfetzen? Also, und Problem gelöst. Wenn ich diese Spritze mache, habe ich eine hohe Dosis. Und hohe Dosen von Cortison, das wissen alle Leute, haben Nebenwirkungen. Ja? Kann Osteoporose verursachen, es bläht das Gesicht auf, man kann dick werden und so weiter. Es hat weitgehende Nebenwirkungen, auch solche, die man nicht unbedingt spürt. Und deswegen ist man zurückhaltend bei Cortison. Aber wenn es nicht anders geht, wenn jemand extreme Allergie hat und Aronia und Zeolit und alles hat nicht genügend geholfen, dann ist das auch für mich in Ausnahmefällen die beste Lösung. Okay. Und wie siehst du das bei der Desensibilisierung? Wie siehst du das? Ich meine, das ist ja eigentlich auch eine praktische, einfache Anwendung. Im Grunde genommen auch eine natürliche Behandlung. Der Nachteil ist, es dauert sehr lange, man muss sie 3 Jahre lang durchführen. Das heißt, man muss im Herbst, Spätherbst, beginnt man mit kleinen Dosen des Allergens. Also ich muss zuerst testen, worauf bin ich allergisch. Nehmen wir jetzt Gräserpollen. Dann bekomme ich eine winzige Menge Gräserpollenextrakt gespritzt unter die Haut. Dann passiert in der Regel nichts, weil das so eine kleine Dosis ist. Eine Woche später dann etwas höhere Dosis und so weiter. Den ganzen Winter steigert man diese Dosen und dann geht man davon aus, im Frühjahr hat sich der Körper daran gewöhnt und reagiert dann nicht mehr so überschießend. Mhm. Wenn man das 3 Jahre durchführt, dann hat man in vielen Fällen sehr gute Resultate, dass die Pollenallergien dann deutlich zurück sind. Aber auch hier gibt es Versager. Leider. Und dann ist der Aufwand dann schon sehr groß. Und dann gehst du wieder zur Cortisonspritze oder versuchst du mit der Aronia? Ja, auch dann würde ich zuerst natürlich versuchen. Wenn ich die Therapie mache und gleichzeitig zum Beispiel Aronia nehme, widerspricht sich das? Ist das ein Problem oder kann ich beides gleichzeitig tun? Was meinst du gleichzeitig? Desensibilisierung Aronio und ja, Zeolit. Weißt du, die Desensibilisierung findet ja im Winter statt. Oder? Bis vielleicht März und dann ist das abgeschlossen. Ja. Und die Gräserpollen beginnen im April oder Mai und dann beginnt man mit der natürlichen Aronia- oder Zeolit-Behandlung. Also das geht nicht parallel. Aha, also du würdest das aneinander anhängen? Ja. Okay. Gut, so viel zu den Pollen und den Allergien von den Pollen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss.